Hallo, liebe Freunde des gepflegten Rechnens von Hundefutter. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, dass viele Hersteller ja damit werben, wie unfassbar hohe Anteile Fleisch in dem Futter drin sind. Wenn man sich dann aber die Analysewerte anguckt, dann kann das einfach nicht stimmen. Was ich euch zeigen will, ist, wie man beim Nachbau vorgeht, um das rauszufinden. Also wir befassen uns hier mit einem Futter von Fleischeslust aus der Serie Fuel und es handelt sich um die Sorte Longlife. Die besteht aus 80% Fleisch und Fisch, nämlich 22% Hühnerfleisch, 15% Thunfisch und so weiter. Also alles ganz genau deklariert, nur so hier hinten so ein paar Sachen, die sind dann nicht mehr aufgelistet. Also die Beschreibung ist ziemlich klar, man kann das ganz locker nachbauen. Da nimmt man also die angegebenen Prozentsätze von Huhn, Thunfisch, also Hühnerfleisch, Thunfisch, Herz, Hering, Tintenfisch, Hühnerhals, Hühnerleber, Süßkartoffeln, Spinat, Lebertran und so weiter. Ich habe ja schon eine Weile darum rumgebastelt und bin schon drauf gekommen, also die Süßkartoffel muss getrocknet sein, weil sonst kriege ich keine Kohlenhydrate in das Futter. So, interessant an der Stelle ist, trotz 80% Fleisch und Fisch ist da nur 10% Protein drin. Kommt mir ein bisschen wenig vor. Ja, also wenn ich 80 Gramm Fleisch und Fisch habe, dann ist das garantiert mehr. So, dieses Futter hat pro 100 Gramm 482 Kalorien. Jetzt schauen wir uns mal an, was in diesem Futter rauskommt an Analysewerten. Also wir finden nicht 482 Gramm Kilojoule, sondern 812. Das ist bald das Doppelte. Wir finden nicht 10,9 Gramm Protein, sondern 16,3. Wir finden nicht 7 Gramm Fett, sondern 11,6. Und so setzt sich das fort. So, wir merken, dieses Futter, wenn wir das mit den Prozentsätzen zusammenziehen, wird im Leben keine 74,5% Wasser enthalten. Wie finden wir nun raus, wie viel Wasser da drin ist? Dann nehmen wir jetzt die 482 Kilojoule, die pro 100 Gramm da drin sein sollten, und vergleichen die mit den 812,17. So, dann nehmen wir jetzt mal 482 Kilojoule, teilen die durch 812,7 Kilojoule in unserem Nachbau und finden 59,3% von dem Futter ist nicht Wasser. Jetzt skalieren wir hier mal unsere 99,9% auf 59,3. So, Rundungsdifferenzen, okay. Wir kommen jetzt auf ganz geringfügig weniger und wir finden nicht 10,9, sondern 9,6 Gramm Protein, exakt 7 Gramm Fett, 3,1 Gramm Kohlenhydrate plus 0,4 Gramm Ballaststoffe sind zusammen 3,5 Gramm. Wir finden hier zusammen 3,8 Gramm. Das Einzige, was wir im Leben nicht finden, sind 4,1 Gramm Mineralstoffe. Die sind einfach nicht drin. So, und jetzt nehmen wir mal noch weitere 40,5 Gramm Wasser. Sind wir knapp bei 100 Gramm. Wir haben ziemlich knapp, also fast genau diesen Energiebedarf getroffen. Und ich muss sagen, ich bin entsetzt. Weil die angeblich 80% da drin belaufen sich auf 13 Gramm Hühnerfleisch, 8,9 Gramm Thunfisch, 8,9 Gramm Hühnerherz, 5,9 Gramm Hering, 5,9 Gramm Tintenfisch, 3 Gramm
Hühnerhals, 1,8 Gramm Hühnerleber. Also die 80% Fleischanteil sind nur 47,4%. Alles klar? Jetzt viel Spaß beim Nachrechnen und klaut dieses Futter nicht eurem Hund. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.